Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, ich habe jetzt vor, Treles zu übernehmen. Wir machen jetzt einfach mal. Ja, also ich will eigentlich eher hier. Ne, wo waren das? Hier, das hier jetzt auf 60 machen, damit wir endlich die Paladin-Rüstung kriegen. Ich glaube, eine bessere Rüstung kriege ich aktuell nicht. Da will ich jetzt mal schauen, wie stellen wir das am besten an? Am besten, ich kaufe noch von denen selber hier Munition und alles. Nee, das war falsch abgebogen. Nur schon in diese Richtung. So. Am besten hier, Milok. Bring mir was über das Schmieden bei. Kann der hier? Ne, der kann mir nichts Besonderes mehr. Ich brauche Waffen. Da habe ich einiges für einen Töpfer für dich. So, okay, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Es ist deine Ehre. Du musst So, entscheiden. der hat hier noch 214 Pfeile, die nehmen wir. Und halt noch schwere Orksalien. Ich glaube, die Ork-Söldner-Rüstung, die ist nicht so nice. Dann doch lieber die Paladin-Rüstung. Die hat mehr Schutz. Sagen wir mal so. Brauchen wir nicht. So, gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir. Wir kriegen noch sogar Geld von ihm. Wildschweinfell. Hier, Wildschweinhauer. Wolfsfell behalten wir? Ne, doch nicht. Das ist normales Wolfsfell. Hier. So, haben wir sonst noch was? Hier, die Dinger können weg. Kriegen wir sogar noch Geld von ihm. Genau, woher unsere Probleme kommen. So, Klingenstab. Bin schade, dass man ihn hier nicht noch hier ausnehmen kann. So, Goldausgleich. Das sagst du immer. So, mal gucken, ob der da hinten auch noch haben keine Ehre. Das ehrenvoller Kampf. Pfeile hat. Hier, Kabir. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, hat er Pfeile? Er hat hier 99 Pfeile. Immerhin. Schade, dass wir die wirklich hier nicht noch ausbeuten können. Dass wir das alles nicht noch zurücknehmen können. So, dann haben wir jetzt keine Ahnung, wie viele Pfeile. Speichern wir noch einmal. Und dann gucken, von wo wir am besten das hier leer räumen. Gelangweilte Torwache. Ach, hier vorne waren auch noch mal zwei. Wir haben gespeichert. Hey, pass auf! Du wagst es, mich zu schlagen, Mara! Ja, komm. Bleib stehen, Mara! Ja, komm. So, hier hinten. Und weg mit dir. So. Nehmen wir noch mit und nochmal speichern. Mal gucken, wie dieser Kampf sein wird. Vielleicht. Hey, pass auf. Hey, pass auf. Tot. So, hier liegt seine Waffe. Krusht-Tarach oder Torach. So, einmal speichern und dann gucken wir, ob wir an dem so vorbei können.
Halt! Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Mörder. Ich wette, du bist dafür verantwortlich. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach hier keinen Ärger, klar? Wenn das so weitergeht, werden wir dich für die Sache verantwortlich machen. Ja, alles gut. Ich gehe mal hier hin. So, jetzt ist nur er angepisst. So, und weg mit ihm. So. Speichern. Ich finde meine Strategie irgendwie am lustigsten. Die sind doch noch immer grün. So. Jetzt kommt er. So, komm. Ist der Wolf zu nah? Ich dachte schon. Also, er ist noch nicht tot. So, nehmen wir auch wieder alles mit. Und ihn jetzt auch noch mal anlocken. So, kommst du? So, komm. Okay. Und nieder mit ihm. So, nochmal speichern. Ich finde die Variante lustig. Gehen wir mal darum. Dann Torus und der andere sind jetzt die nächsten. Ich glaube, dann haben wir Torus in jedem Gothic-Teil einmal umgelegt. Kommen wir hier so rüber? Ne. Wir müssen schon über die Brücke hier. Okay. Ja, vielleicht nochmal kurz was futtern. Vielleicht auch nochmal den hier. Wollen wir zuerst Torus? Komm. Ja, komm, Torus. Darauf habe ich lange gewartet. Ja, ich bin hier. So, nochmal ein paar Meter Abstand. So, das war's. Das ist irgendwie bei mir Tradition geworden, keine Ahnung. Jeden Teil einmal Torus umlegen.
So, jetzt ist er an der Reihe. So, der will schießen. So, kommst du? Ich mag die Version, wie wir das machen. So. Ihn jetzt nochmal anlocken. Ja, komm. Bleib stehen, Mara. Ja, komm. So, und weg mit ihm. So, den nehmen wir auch noch mit. Können noch mal speichern. Ich finde die Art, wie wir das machen, irgendwie am lustigsten. So. Ich muss mal schauen, vielleicht von der Seite wieder. Von einer Seite, wo wir irgendwie möglichst viele anvisieren können. Aber solange die uns noch in Anführungszeichen positiv gesinnt sind. Können wir die einen nach dem anderen so rauslocken. Ich speichere hier nochmal. Soll ich das jetzt beeindrucken? So, Krieger. Frank. Okay, wo gehen die alle hin? Die wollen jetzt alle zugucken, ne? Frank, komm! So, wollen wir hier kämpfen, ne? Sind wir auch los. So, zwei Heiltränke hatte er. Okay, perfekt. Dann nochmal was futtern. Und nochmal speichern. So, sind die uns... So, die kommen nur zugucken, okay? Bleib stehen, Mora! Ne, du darfst herkommen. Wir klären das hier draußen, ja? Ich weiß nicht mehr, wie viel wir gezählt hatten, wie viel es hier gibt.
Aber wir haben jetzt schon insgesamt, also wir haben schon einiges jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 erledigt, 7, 8 da hinten, also 8. Von um die 40 vielleicht. So, locken wir den da jetzt an. Also noch sind die positiv. Noch habe ich hier keinen Krieg angezettelt. So. Und nieder mit ihm. Bis jetzt ist das nur, sieht nach Streit aus. Für die, glaube ich. So, nochmal speichern dann. Und den nächsten. Vorausgesetzt, ich kann den nächsten hier rauslocken. Vielleicht eine Elite? So, kommst du? So, jetzt noch ein bisschen hier. Meter Abstand, komm. Nice. So, nochmal was voran. Vor allem, ich finde das lustig, wie die einfach nicht checken, dass ich hier einen nach dem anderen einfach umniete. Aus dem Verkehr ziehe. So, Milok. Der Kampf wird nicht lange dauern. So, fast wäre ich hier runtergefallen. Bleib stehen, Mora. Na, komm du einfach mit runter, ja? Wir klären das draußen. Dass die einfach hier bis jetzt noch nichts sagen, die Orks. Dass die alle einfach ausgeschaltet werden. So, warte mal. Wichtige Orks mit Namen. Gibt es jetzt, glaube ich, keine mehr, oder? Außer drinnen noch. Ne, komm her. Bis jetzt ist noch kein Krieg. Wir haben jetzt schon über 10 von denen ausgeschaltet. Von den 40. Wie viele muss ich von denen töten, damit es zu einem Krieg wird? Oder zu einer Schlacht, eher gesagt? So. Ah! Oh.
So, na wirklich, ab wann sagen die hier, das ist jetzt Krieg? Vielleicht nochmal den hier essen und dann speichern, bevor wir den nächsten jetzt rausholen von denen. Mach mal lieber zuerst die ganzen Elite-Dinger. Oder den da zumindest. So, einmal mitkommen. Solange er mich noch nicht getroffen hat. So. Komm, wir kämpfen hier draußen, ja? Genau, das wollte ich. So, nochmal speichern. So, den anlocken. Du musst rauskommen. Bleib stehen, Mara. Okay, komm mal ein bisschen hier hin. So, jetzt haben wir ihn. Der hat bis jetzt das meiste Leben weggenommen. Dann nehmen wir einen Heiltrank am besten. Und speichern nochmal. Und ziehen den nächsten raus. Von der Seite gibt es jetzt keinen, oder? Hey, pass auf! Der Kampf wird nicht lange dauern! So, einmal hier nach draußen mit ihm. Bleib stehen, Mora! Ja? Bis jetzt sagt wirklich keiner was. Irgendwas stimmt mit Treles nicht. Ist die Stadt verbuggt? Hier auf der Seite gibt es keinen mehr. Die sind alle nur noch auf der Seite. Gibt es hier oben noch jemanden? So, das ist ein normaler Krieger.
Ich würde am liebsten die Elite zuerst alle rauslocken. So. Jetzt ist die Frage, wer ist von denen jetzt alles Elite? Der ist Elite. Der ist Elite. Da haben wir Torwachen. Hier den Elite-Krieger erstmal. Ja, kommst du raus? Hier draußen können wir uns prügeln, ohne dass Probleme gibt, sagen wir so. Jetzt rutsche ich. So, jetzt haben wir ihn. Wirklich, da drinnen sagen die einfach gar nichts mehr. Ich glaube, Trelis ist verbuggt. Ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass die... Oder ist es meine Strategie, die ich hier mache? Einen nach dem anderen so rauslocken, aggressiv machen. Erstmal komplett mit denen verbünden. Na wirklich, einen nach dem anderen, dass ich nur einen Streit habe und dann mit niemandem quatschen. So, Speer. Krieger. Vielleicht einmal die Torwache. Habe ich jetzt Krieg mit den allen? Bleib stehen, Mara. So. Was war jetzt mit den einen Assassinen da? Was war mit dem einen Assassin da hinten? Warum wollte der jetzt auf einmal Stress? Ach, das war ein ganz normaler Krieger. Okay. Soll er einmal hier hinkommen? Bleib stehen, Mara. So, kommt er hier hin? Die mit den Armbrüsten, die will ich lieber als erstes loswerden auch. Elite-Krieger haben die jetzt keine mehr, glaube ich. So. Ich glaube, das wird unsere Strategie sein, jede einzelne Stadt hier zu befreien. Wir quatschen einfach gar nicht mal mehr mit denen, Bolzen. So, was ist mit ihm? Wir quatschen einfach gar nicht mal mehr mit denen, damit die keinen Misstrauen mehr haben. Der Kampf wird nicht lange dauern. Bleib stehen, Mora. Ja, ich stehe.
Hand aufs Herz, wie viele von euch haben kannten diese Strategie? Kann auch sein, dass ich gleich mich komplett irre, dass die einfach gar nicht, dass das irgendwie nur für einen gewissen Zeitraum ist. So, hier können wir den jetzt kaputt hauen. So, Krieger. So, wie sieht's hier jetzt aus eigentlich? Erfahrung schon 786.000 von 798.000. So, nochmal was voran. Und speichern. Speichern, habe ich gesagt. Ah, der ist misstrauisch da hinten. Der Camper. Den misstrauischen Typen da hinten. Ah, okay, jetzt kommen die ganzen Assassinen. Bleib stehen, du Hund! Die Assassinen sind misstrauisch. So, kommst du? So, das war's mit dem. Der hatte nicht mal eine Chance gehabt, hier sich irgendwie umzurüsten, sagen wir mal so. Es waren die Assassinen. So, es sind auch nicht mehr so viele übrig. So, kommt er? Ah, die Assassinen kommen wieder. Hier. Bleib stehen, du Feigling. Ey, ich freue mich schon auf die Assassinen. Ey, ich finde das echt gerade lustig. Es tut mir leid. Vielleicht ist das jetzt zu monoton. Aber Trailers werden wir so in dieser, auf diese Art erobern. Da! Denn diese Art, die macht mir gerade zu sehr Spaß. Die macht mir viel zu viel Spaß gerade. Vielleicht die nächste Stadt machen wir anders. So, das speichern wir nochmal. So, hier haben wir einen Bolzen und noch einen Pfeil. Für mein Pfeil gewesen. Hier ist noch ein Bolzen. Und noch ein Pfeil. Ach ne, das war von dem einen Assassinen, ne? Jetzt kommen die Assassinen wieder. Stehen bleiben, Mann. Na komm, wir kämpfen auf der Brücke. Hier sieht uns keiner, wie ich dich töte. Jo. Also die checken es einfach nicht, wie ich hier einfach ein nach dem anderen ausschalte. Oh, noch ein Bolzen.
viele gibt's von denen hier noch? Da ist noch ein Assassine. Noch ein Elite-Krieger. Leute, es gibt einen Kampf. So, wer von denen kommt jetzt? Bleib stehen, du Hund! Okay, jetzt kommen nur zwei von denen. So. Okay, dann machen wir den. So. Ich feiere gerade, dass keiner von denen das richtig mitbekommt. Wo ist dein Speer? Wo ist dein Speer hin? Da. Da hat was geleuchtet. Wo ist das hin? Ist runtergefallen. So, gibt's noch eine Elite? Na, es sind nur noch normale Krieger, oder? Wir haben gerade gespeichert. Was passiert, wenn wir jetzt einen von denen... So, wenn wir den jetzt rausstoppen. Ja, komm. Wir kämpfen draußen. Auf der Brücke haben wir Platz. So, nochmal ein bisschen Abstand zur Burg. Sein war echt nicht. Ich finde das wirklich lustig, wie doof die hier in Treles sind. Ich frage mich aber wirklich, wie viele Leute diese Strategie wirklich für sich genommen haben. Da oben sind auch noch welche. Sind das auch Elite? So, dann ihn nochmal. Hey, pass auf! Leute, es gibt einen Kampf! Ich lock ihn mal raus. So, hier dürfte er mich jetzt nicht direkt sehen. Aber noch hinterherkommen wollen. So, Kampf auf der Brücke. Okay, das ist wirklich eigentlich eine gute Strategie. Solange die glauben, man sei ein Verbündeter, also die Namen da grün angezeigt werden,
Kommt man mit jedem Mord durch, solange man mit niemandem von denen einmal spricht? So, einen Moment. Vielleicht kann ich hier einmal kurz was machen. Das können wir noch nicht machen, Meisterschwert. Den können wir auch nicht mehr machen. Wir haben kein Licht für die Rubinklinge. So, gibt's da drin noch einen? Elite? Ja. Speichern nochmal. War der jetzt mit Schwert oder Armbrust? Okay, der war mit Nahkampfwaffe. Stehen bleiben, Mara! Ja, komm. Ich hab Bock. Und du? Okay, das ist übel, was der hat. Ja. Den haben wir jetzt. Okay, jetzt nochmal einen Heiltrank. Und vielleicht nochmal was voran. Und jetzt speichern. Alter, hier vorne, das sieht so aus, als wäre das ein richtiges Schlachtfest gewesen. Ich glaube, das werde ich den Rebellen erzählen so, dass ich allein gegen 40 Orks hier... Mann gegen 40 Mann hier gekämpft habe und alle besiegt habe. Und dabei war es in Wahrheit, ich habe hier einfach einen nach dem anderen rausgelotst, bisschen getriezt. So. Das sind jetzt nur noch Krieger, beziehungsweise das ist noch ein Elite-Krieger. Obwohl... Komm, wer von den beiden, von den drei, vier? Okay, jetzt kommt der Bogenschütze. Okay, jetzt ist die Frage, können wir ihn hier töten? Ohne dass es Probleme gibt? Die sagen nichts. Die sagen unglaublich nichts. Die sind noch immer grün, außer die da. So, ach hier. Okay, machen wir gegen beide hier.
Nein! Jetzt hat er mich erwischt. So, und der andere auch. Haben wir beide erledigt. Was war das jetzt für ein Trank? Was war das jetzt für ein Trank, was er hatte? Achso, so ein Ding. Okay. Wir futtern nochmal. Ich glaube, ein bisschen Fleischwanze wäre besser. Und nochmal speichern. Noch ein Bolzen, perfekt. So, es sind noch 1, 2, 3, 4. Okay, ist nun. Von den Assassinen ist nur noch er übrig. Bleib stehen, du Hund! Ja, komm! Wir kämpfen draußen. Kabir. Nee, nicht so, sondern so. Jetzt sind wir ihn auch los. Teleport nach Treles. Haben wir jetzt jeden zweimal? Nee, also Braga haben wir zweimal, Montera haben wir zweimal, Silden zweimal, Treles zweimal und Gotha zweimal. Gibt's von jedem zwei? Okay, wie viele sind jetzt noch wirklich übrig? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da ist Nummer 9. Und er ist die 10. Sind jetzt wirklich nur noch 10 von denen übrig? Ich glaub das gar nicht. Ah, hey, pass auf! Ich hack dich in Stücke! So, hier draußen, also hier können wir schon gegen den kämpfen. Und tot. Und die Musik wieder friedlich. Ich verstehe das nicht. Also ich glaube schon, dass ich es verstehe. Ich will das irgendwie nicht verstehen. Sag ich mal so. Was passiert, wenn wir jetzt Buck hier, also den Anführer direkt angreifen? Nein. Er ist weiß. Er ist direkt aggro. Nein. Hm.
Nein, ah, verdammt. Oh, jetzt sind sie alle hinter mir her. Weil ich Wack angegriffen habe. Okay, Ach, der kämpft da hinten gegen Wölfe. Immerhin. Da! Nein! Und ich habe nicht gespeichert gehabt, glaube ich. Aber dann, als ich Wack angegriffen hatte und getötet habe, die waren sofort alle rot. Oder er war der Letzte quasi, den ich noch angreifen konnte, bevor die rot wäre. Kann auch sein. Wer will ich jetzt rausfinden? Ich greife jetzt nicht Wack an, sondern jemand anderen. So, der soll bitte hinkommen. Stehen bleiben, Mora. Ich frage mich wirklich, wie viele kann ich noch angreifen, bis die Agro werden. Also alle Agro werden. Oder töten. Okay, der ging noch. Okay, den Anführer alleine. Also greife ich den Anführer an und töte ihn. Dann sind sie alle hinter mir her. Dann herrscht Krieg. So. Wir können ja schon hier vor der Tür oder vor der Pforte, vor dem Tor, schon kämpfen. Ohne dass es Probleme gibt. Speichern wir. Ich glaube aber, nächste Stadt machen wir anders. Das ist jetzt nur Treles. Ich finde das nur unterhaltsam gerade so und will einfach nur, das ist jetzt so ein Experiment, wie lange kann ich das durchziehen, bis die alle mich angreifen? Wirklich die dümmste Eroberung überhaupt. Irgendwann haben die wirklich keine Orks mehr da.
So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mit wachsend 7. Hier gibt's keine Orks. Vielleicht oben noch mal kurz gucken, wie viele da noch gibt's. Insgesamt 7. Hier gibt's nur noch einen Sklaven. Hier gibt's keinen, außer eine Truhe. Also nur noch der da, hier oben. Und die drei, die weiter unten, weiter hinten waren. Ja, lotsen wir die alle raus. 7 Stück müssen wir noch umnieten. Na komm mit, wir gehen nach draußen. Hier kriegt Wack das ja auch nicht mit. So, noch ein paar Meter hier hin. Ich jetzt wirklich, ich glaube, ich werde das wirklich so nennen, die dümmste Eroberung oder die dümmste Verteidigung in Treles. Irgendwie so eine Richtung. Vor allem gleich ist niemand mehr von denen da. Und keiner von denen hat gecheckt, was hier vor sich geht. Stehen bleiben, Mara. Ja, so. Okay, der kämpft besser. Aber hat nicht so viel ausgehalten. So ist es gleich niemand mehr da. Ja, da hast du recht, der Kampf wird nicht lange dauern. Bleib stehen, Mora! Vor allem, dass auch niemand checkt, so wo sind die ganzen Leute hin? Klar, okay, für wann kam das Game? Da! Wann kam das raus? 2008? Damals konnte man irgendwie die KI noch nicht so intelligent machen. Okay, aber wir haben auch bisher eine gewisse Strategie gefahren. So, alle einzeln rauslocken. Die sind alle mit uns verbündet. Dann alle einmal so ein bisschen ärgern. So. Dass die mit uns streiten wollen, kämpfen wollen. Hier unten gibt es jetzt niemanden mehr. Das sind jetzt nur noch die drei da oben. Hier unten ist einfach niemand mehr. Wir fangen mit dem da an, der ist am nächsten.
Ja, komm. Also Strategie, verbünden, einzeln rauslocken und töten und mit niemandem sprechen. Dann bleiben die verbündet und haben dann nur einen Streit. Da kann man einen nach dem anderen weglocken, rauslocken. Also für die, die das wahrscheinlich nicht kannten, diese Strategie, das funktioniert irgendwie am besten, glaube ich. Einfach wirklich mit niemanden verscherzen und einzeln rauslocken. Also verbünden mit den Orks und dann rauslocken und einen nach dem anderen umlegen. Ich glaube, für ein Let's Play wäre das jetzt keine gute Idee, das häufiger zu machen. Wäre zu langweilig, aber dieses eine Mal wollte ich das gemacht haben dann. Beim nächsten Mal werden wir wieder anders machen. So, kommt er bitte runter? Dann gehen wir hier rum. Ach, da ist ja noch eine Tür. So, was mit dem da oben? So, komm, dann machen wir hier. Jetzt ist wirklich nur der da oben übrig. Und halt Wack. Unglaublich. Das hat keiner von denen was gecheckt. So, kann ich den von hier aus treffen? Weg mit der Waffe! Hey, pass auf! Der Kampf wird nicht lange dauern! Ja, komm, du bist eh der Letzte. Ne, doch nicht. Dann gehen wir mal runter. Da war ja doch noch einer. Bleib stehen, Mora! Wie der Pfeil da einfach durch seinen Arm hängt. Da war ja noch einer. So, okay, nochmal speichern und gucken, wo der eine jetzt geblieben war.
So, was bist du für einer? Normaler Krieger, okay. Hey, pass auf! Ich hack dich in Stücke! Na, ich liebe das gerade irgendwie ein bisschen. Ja, komm. Wir gehen draußen kämpfen, ja? So, und weg mit dir. So, ab wann zählt das eigentlich jetzt als befreit? Sobald wir den Anführer auch noch erledigt haben? So, vielleicht nochmal kurz speichern. Jetzt ist die Frage, wie viele sind denn noch da? Hier ist keiner mehr übrig. Ist hier noch jemand da? Ne, ist nur noch Wack übrig. Wir haben seine ganze Burg einfach ausgelöscht. In dem und die haben geglaubt, wir wären dessen Verbündete. Ja, Wack. Okay, einmal kurz abhauen. Bleib stehen. So, Heiltrank. So. Jetzt ist es erobert. So, Konrad. Er sagt nichts. Waffenbündel? Perfekt. Finde ich super gerade. So, gibt's hier noch was zum Looten? Eigentlich müsste ich hier noch genug zum Looten geben. Die Truhe hatten wir gerade. Gucken wir mal hier. Hier gibt's nichts. Auch nichts. So. Die nehmen wir mit. Hat er hier drin eine Truhe? Nö. Was war da? Schürhaken. War gerade auch noch irgendwie was. Stabile Metalltruhe. Abgebrochen. Nehmen wir mit. Hier ist nichts mehr. So, dann die Schatzkammer hier unten plündern. So, auf wieder alles mit dem. Ich bin sofort wieder da.
So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt einmal kurz nochmal gespeichert. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier nochmal abschmiert, das Game, wenn ich die Stadtkasse hier plündere. So. Ich wollte das hier alles zumindest plündern. Die Stadtkasse lasse ich mal in Ruhe. Jetzt erstmal. So. Jetzt mal, um ganz sicher zu gehen, ich speichere nochmal, bevor ich das hier plündere. Okay, jetzt funktioniert's. Ah, geil, noch ein Level up. Okay, es hat gefunzt, also jetzt will ich hier noch weiter looten, plündern. Alles, was geht. Das speichere ich auch noch einmal. Nur um sicher zu gehen, dass nicht wieder abschmiert. So, hier auch alles mitnehmen. Und die schwere Truhe. So. Was war eigentlich hier? Eine Truhe. So, sonst war hier jetzt... Oh, noch ein Waffenbündel. Ich frage mich, wofür wir so viele Waffenbündel brauchen werden. Das sind schon extrem viele. So, ich fange hier hinten mal an. Mit dem Looten. Also hier. So. Trelis ist auf jeden Fall frei. Hier haben wir nichts. Okay, weiter Richtung nächsten Gebäude, Turm, was auch immer. Hier Tor. Das Tor. Hier haben wir noch eine Truhe. So. Jetzt funzt das. Nehmen wir auch wieder alles mit. Noch ein Waffenbündel. Sind hier über so viele Waffenbündel? Gibt es hier zwischen der Tür und dieser hier noch eine Truhe? Ne, nur die eine da hinten, an der ich jetzt vorbeigelaufen bin. Also die hier. So, und diese Truhe. Und dann war's das gleich. Gleich haben wir alles in Trelis ausgeräumt. Noch mehr Waffenbündel. Eine Schaufel. Gibt's hier noch mehr? Da oben gab es auch noch was. So, und noch ein Waffenbündel. Dann war's das. Wir haben das hier jetzt leergeräumt. Trelis ist frei. Wird mal kurz einmal nach darüber gehen, zu dem einen Bauernhof da oben. Ich speichere das aber auch vorsichtshalber noch einmal. So, und wie es aussieht, sind die Eroberungsfolgen ein bisschen länger. So, für wen war denn das jetzt mit den Dings?
So. Avogadro? Aber ich hätte. Zeig mir deine Ware. Ich kann ihm die Sachen verkaufen. Hier, den Zweihänder. Der 13.000 Gold, okay. Dann. Paladinschwert. Den vergleiche ich mal gleich. Der ist sogar gesegnet. Katana. Assassinschwerter. Normales Schwert. Paladinschwert vergleiche ich gleich auf jeden Fall. So, Bluternte, hier Ork-Armbrüste. Dann normale Armbrust. 20 von denen. 10 von denen. Mal gucken. Ich glaube, noch eins wird nicht mehr gehen, oder? Doch, das wird noch gehen, okay. Obwohl, warte mal, wenn ich das hier noch dazu nehme. 14.600. Mal gucken. Machen wir so. So, Sklave. Josh. Ich hörte, Trelis sei befreit von den Orks. Ja. Richtig. Ich hoffe nur, dass die Orks uns jetzt nicht alle töten werden. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, der hat auch nochmal 3000. So, Bartaxt. 3080. 416. Ja, wird noch gehen. Obwohl, der hat noch so ein Ding. Jetzt 3600. Das wird klappen, okay. Jetzt hat er nur 16 Gold. Ich dachte schon. Nice. Wenn wir jetzt nochmal nach Trelis gehen, also richtig dahin. Warte mal, den Dieb wollten wir noch quatschen. Nicht Josh, sondern den da hinten. Nee, den da. Hier, Pierre. Ich habe die Burg von Trelis ausgeräumt. Ich habe die Burg von Trelis ausgeräumt. Das wird den Orks bestimmt nicht gefallen. Wenn du willst, zeige ich dir jetzt ein paar Tricks. Okay, was kannst du mir was über das Diebeshandwerk bei? Unmöglich Taschendiebstähle ausführe. 4000 Gold wird das kosten. Ich glaube, Taschendiebstahl interessiert mich gar nicht mehr. Ich glaube, wir gehen nur noch in diese Richtung hier. Und das hier. Und den da, den will ich noch machen. Wohl brauchen wir fürs... Meucheln, niederschlagen. Okay, dann haben wir das. So, dann will ich jetzt einmal sehen, ob da jetzt Soldaten da, also Rebellen da sind. Dafür gehen wir jetzt noch ein paar Meter weg. Eventuell. Nö, hier ist nicht. Oder wir gehen nach Okara eben. Ja, Okara war das. Hier können wir ja nicht pennen. So, noch ein Energy Drink schnell. Wir entwickeln uns aber hier auch immer mehr und mehr zum... Warte mal, was ist mit den Bauern hier hinten? Ach ne, ich bin bei den Snappern, nicht bei den Bauern. Wie lange sind die noch hinter mir her?
Okay, jetzt lassen die mich in Ruhe. So, da haben wir wieder den nächsten Snapper. Nein, ich will da hoch. Vielleicht trinke ich nochmal so ein Dings. Vor allem, wir haben jetzt einfach so aus dem nächsten Paladin-Schwert. Ja. So. Wo ist denn der Eingang? Ja, die werden sich freuen, wenn die jetzt erfahren. Hier, Trailers ist frei. So, Tyler. Trailers hat keinen Anführer mehr. Trailers hat keinen Anführer mehr. Wack ist tot. Ja, dann gibt's wohl nicht mehr viel für mich zu tun, was? Na, warte. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Wie viel Gold hat der? 10.000. Ich kann ihm auch noch was andrehen. Hier, maximale Mana. Stärke plus 5. Ach komm, scheiß auf die Dinger. So, Telekinese, Tiere rufen, Eislanze, Schlösser öffnen, Blitz beschwören, Krankheit heilen, Heilung behalten wir. Die Dinger noch weg. So, was haben wir hier, was wir nicht brauchen? Die Dinger. Und die Dinger. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Dann noch das und das. Und hier eine Flasche. Dann Krüge haben wir hier. Ein Schlägel. So, der kann weg. Ein Trinkhorn. Das kann weg, das kann weg. So, 3.300. So, 252.000 haben wir jetzt. Was ist eigentlich unser Ruf jetzt? Wenn der Rebellen 56. Finley, Trailers ist erledigt. Wack ist tot. Trailers ist erledigt. Wack ist tot. Gute Sache. Nur schade, dass der Kampf um Trailers schon vorbei ist. Quest abgebrochen. Zerstört das Rebellenlager Nemora. So, Dudley. Muss ich nur Russell dann vielleicht Bescheid sagen, wenn den anderen es egal ist jetzt? Ich hab da noch Russell eben Bescheid. So, Russell. Das gibt doch nur wieder Ärger. Einige Dinge werden glaube ich ihm das gar nicht. Interessiert das ihn gar nicht? Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Was kann denn schon groß passieren? Da haben wir ein mächtiges Problem. Randall? Bring mir was über die Jagd bei. Wie werde ich Orkjäger? Wie werde ich Großwildjäger? Wie viel haben wir? 11 Lernpunkte. Überlebe ich es, wenn ich hier so... So, haben wir... Wir müssen ein Fleisch haben, oder? Möglich ist alles. So, hier 18. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Und hier noch ein. Okay, perfekt. Kann ich ihm Bescheid sagen, den Paladin da hinten? Aufpassen, was man so rum erzählt. Karlen? Ne. Irgendwann ist auch das vorbei. Einige Dinge und es kommt noch schlimmer. Dann gehe ich nochmal zurück nach Trelis. Einmal ganz schnell. Und guck mal, ob da jetzt vielleicht Paladine da sind. Paladine-Rebellen da sind. Müsste dann doch jetzt so weit sein. Die waren jetzt weit genug von denen entfernt. Ich glaube, hier runterspringen wäre keine gute Idee. Nicht sein Ernst. Wo kommt der denn auch auf einmal her?
Also da müssen ja jetzt Rebellen sein. Es ist ja befreit, also Rebellen müssten da jetzt drin sein. Hier, da sind sie ja. Rebell, Rebell. Ich denke darüber nach. So, Konrad. Sagt Konrad jetzt was? Nö. So, Händler. Das hätte ich dir vorher sagen können. Das hat uns gerade noch gefehlt. Komm, wir benutzen mal das Bett. Bis zum nächsten Morgen. Dann ist jetzt hell. Das hätte er doch besser wissen müssen. So, befreiter Sklave, befreiter Sklave. Warum trägt er immer noch die Sklaven? Am besten du erledigst das selbst. Die haben alle dieselbe Uniform an wie ich. Man muss aufpassen, was man so rum erzählt. Hör bloß auf mit der Scheiße. Ich hätte gern das, was der da hat. So, wie sieht's mit ihm aus, Händler? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Der hat das nicht, was ich haben will. Okay. Ich glaube, wir müssen so oder so noch eine Stadt oder zwei vielleicht befreien. Oder was ist mit ihm? Schmied? Hat er die? Zeig mir deine Ware. Auch nicht. Die haben hier keinen Schleifstein, sehe ich gerade. So, okay, gucken wir uns mal an. Das ist der Nordmarschwert, macht 110 Klingelschaden, ist selbst geschmiedet und geschärft. Paladins. Ich werde einfach abwarten. Hat er vielleicht ein Rezept? Zeig mir deine Ware. Ein Paladinschwert mache? Langschwert, Rubinklinge, Zweihänder. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Egal, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.